Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Den vorerst letzten Part vielleicht, weil ich das Spiel im Off-Fire spielen werde, solange bis ich alle Läden einmal nur noch kaufen muss. Und ich wollte heute einfach nur noch mal das hier machen, weil ich das ja letztens euch versprochen habe. Heißt, jetzt wird eventuell eine ganze Zeit lang Assassin's Creed 3 dann kommen und dann irgendwann zwischendurch mal eine Folge Assassin's Creed Revelations nochmal. Aber da dann wirklich nur noch der Rest quasi, also die paar Läden, einmal noch mit einem Assassinen reden hier und dann war es das eigentlich auch schon. Weiß nicht, warum ich auf dem Dach gestartet bin übrigens. So. Mal sehen, mal schauen. Vielleicht wird auch noch was anderes hier gezeigt. Und wer weiß, vielleicht machen wir doch Dienstag noch mit Revelations weiter. Ich muss nämlich erstmal heute noch einen kurzen Aufnahmetest machen. Ich glaube, wir haben gerade Sonntag. Mentor, oder so. Es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Das wäre eine gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Die hat mich ausgetrickst. Gar nicht schlecht. Und ich will natürlich gewinnen, allerdings. Wow. Sie ist no lag. Den letzten habe ich erwischt. Oh. Dieser Templer führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Ich wurde entdeckt. Okay, also wir dürfen nicht entdeckt werden. Schade. Ich hatte jetzt so voll, ich ras rein, hab gewonnen, ne? Ah. Letzte Folge. Nicht unbedingt das Schlauste. Wir sollten ihm folgen. Warum greift denn niemand ein? Das hatte er bei sich, Mentor. Es muss dem Visier gehören, den er beraubte. Mentor, ich stehe hinter dir, Kollege. Ihr kümmert euch um die Leiche. Ich bringe das Dokument zurück. Okay, fand ich jetzt gerade strange. Oh Gott. Warum? Keine Ahnung. Vergiftet. Ich glaube, das gehört euch. Ah, ihr habt mir eine schwere Demütigung vor der Hohen Pforte erspart. Ab dann, Effendim.
Und das ist der Assassine, der euch heute beistand? Genießt den Rest eures Tages. So, davon habe ich jetzt ein Thumbnail gemacht. Ich hoffe, ich habe rechtzeitig fotografiert und nicht zwischendurch, während da sonst was auftauchte. Was tat denn dazu, sich so ich hätte gehofft, weil man die ja besticht. Na gut, aber die Mission fand ich interessant. Ich würde sagen, daher wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, Tante Funda. Schön für eure Tante Funda. Wer ist denn nicht von der Tante Funda? Meine Güte. So, ich fand das schön. Ich sag mal, wir machen noch eine zweite jetzt in der Session. Und dann kaufe ich, wie gesagt, im Off die Sachen ein. Oh, in die Richtung muss ich sowieso. Mach dies. So. Nee, also wie gesagt, das ist jetzt der vorerst letzte Part. Ich werde noch im Off definitiv den Rest aufkaufen, bis ich nur noch einen Laden jeweils brauche. Und dann werden wir zusammen beim dritten Teil gucken. Wie gesagt, vielleicht ist auch morgen schon wieder doch noch Revelations drin. Ihr werdet sehen. Gegen Tiere, weißt du? Schöne Sache, am Kisten festzuhängen. Runter mit dir, sonst werfe ich dich nieder. Bauern haben hier oben nichts. Wenn meine Tante Funda das sehen könnte. Wären sie ziemlich verwirrt. Warum ihr alle von ihr stammt. Doch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Hättet ihr nicht ein paar Großeltern mehr finden sollen können? Oder Verwandtschaft mehr finden können? Meine Güte. Immer die Tante Funda. Wie wär's denn mit dem Onkel Klaus oder dem Schwiegerneffen Hermut oder sowas? Keine Ahnung. Frag mich nicht. So. Mentor, ich hörte einige schlimme Gerüchte. Erzählt. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein orthodoxer Diakon den Patriarchen von Konstantinie ermorden will. Wissen wir, wer dieser Diakon ist? Noch nicht. Es gibt keine Hinweise. Wir brauchen zuerst einen Namen. Es dient unserer Sache nicht, wenn wir jeden Geistlichen zwischen Bursa und Belgrado erschlagen. Vieni, wir hören uns um, mal sehen, was wir in Erfahrung bringen. Holy Macaroni. Mal sehen. Wie ist euer Plan, Mentor? Die orthodoxe Enklave in der Stadt ist zu klein für große Geheimnisse. Wir stellen den Geistlichen ein paar Fragen und bringen sie zum Antworten, falls nötig. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhig. Ich weiß. Also falls jemand sich beschwert. Das muss jetzt nicht. Los geht's. Ich muss sofort von hier. Oh, ernsthaft jetzt. Erzähl mir keinen Scheiß, das ist der nicht. Hätte mich jetzt gewundert. Ach so, wir sollten... Ah, jetzt...
Es gibt Gerüchte, dass ein abtrünniger Diakon den Patriarchen bedroht. Fällt euch dazu etwas ein? Ah ja, wir kennen diese Gerüchte auch. Und der Name dahinter ist immer derselbe. Kyrill von Rhodos. Der Patriarch verstieß ihn vor einigen Jahren wegen grober Missetaten. Er wurde verbannt. Ein Anathema. Falls ihr ihn in der Stadt seht, könnt ihr sicher sein, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Wo sein Pferd? Was habt ihr erfahren? Unser Ziel heißt Kyrill von Rhodos, ein verbannter Diakon. Eine Minute, bitte. Der wird schon noch sehen, was er davon hat. Haltet ein, hier gibt es eine Menge Geistlicher. Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß, was es zu tun ist, Mentor. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, ihn zu eliminieren, ergreife ich sie. Ja, komm. Ach, komm schon, Leute, ich will wieder steuern. Danke. So. Ich habe ihn, Mentor. Halt! Das ist nicht unser Ziel. Na toll. Voreiliger Narr, ihr habt einen Unschuldigen getötet. Ich bin untröstlich, Mentor. Vergebt mir. Selbst wenn ich es täte, andere tun es nicht. Sollten sie auch nicht. Nehmt seine Leiche und tragt sie zur Küste. Das ist das Joch, das ihr tragen müsst. So. Da sieht man mal auch, dass übergebt das diesen armen Mann können. Der See und denkt über eure Fehler nach. Evet, Mentor. Möge die Scham, die ich spüre, nie vergehen. Stimmt ihr jetzt oben? Entschuldigung, ich muss halt gucken. Nee, schade. Na gut. Wir haben noch 11 Minuten. Kein natürlicher Tod, ganz. Ich kann ja so nicht weitergehen. Geld abheben geht auch noch nicht. Keine Sorge, ich bin an den meisten Tagen hier. Schön für dich. Kommt und seht, was mein kleiner Buchladen zu bieten hat. Wahrscheinlich beim letzten Mal, ich kann Geld abheben allmählich. Hey, was glaubt ihr, was ihr da tut? Das Leben ist kein Leben. Na gut. Angeblich waren ja einige durch, deswegen... Mal wieder hier reingeguckt. Eigentlich gibt es auch nicht mehr viel, was man noch machen können. Außer halt die Mission hier. Und das will ich euch ja nicht immer antun. Nachher ist das ja nämlich nur noch Gewarte auf darauf, dass sie halt zurückkehren. Und dann war es das auch schon eigentlich.
Na gut, immerhin haben wir jetzt genügend wieder bei uns. Was meint ihr, soll ich mal ganz kurz im Off ein bisschen schon mal kaufen und dann gleich wieder weitermachen? Oder soll ich jetzt ein bisschen durchziehen? Ich werde das sowieso gleich irgendwie machen eventuell. Aber trotzdem, soll ich das häufiger machen, dass ich dann kurz einen Cut reinsetze, wenn ich das jetzt noch die nächsten 2-3 Folgen mache und dann auf Assassin's Creed 3 umsteige? Eventuell. Müsst ihr wissen. Das war nicht böse gemeint. Na, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber wie gesagt, wenn ihr das gut findet mit dem Schnitt und dann gleich dann zu einem anderen Punkt rein und da was kaufe und dann dort was kaufe, dann schneide ich das vielleicht einfach auch nur. Nimm halt dann ein bisschen länger auf. Aber ich finde das dann für mich auch einfacher, wenn ich weiß, okay, ich habe da schon Cut gemacht, dann brauche ich das nur noch zusammenlegen, die Folgen, und passt schon dann. Weil das Schneiden ist ein bisschen komplexer, auch schwieriger. Und dauert ein bisschen länger bei meinem PC, leider Gottes dann. Aber immerhin habe ich da noch mehr Mühe reingelegt in den Folgen, wo ich damals geschnitten habe. Naja, ihr werdet ja sehen, wie ich dann die nächsten Folgen handhabe. Nach euren Kommentaren her, wie gesagt. Kann ein, zwei Folgen dauern, kann aber auch sofort schon da sein. Und ich gerade... die Wache auf den Hals. Hallo, du bist aus dem Nichts aufgetaucht. Ach, immer die Leute, die aus dem Nichts auftauchen und dann mit uns meckern, weil sie auf dem einmal da sind, ne? Also, geht ja wohl gar nicht. Ja, 20 Minuten ist mir klar, aber wann sollen die denn rum sein? In 40 Minuten? Ich habe tolle Metallarbeiten hier. Weil ich aber eben nicht verstanden habe, warum muss das unbedingt in der Mission sein, dass ich einen Attentäter hinter mir habe. Warum? Das war halt so, nein, muss das sein? Bitte nicht. So. Vom Gefühl her war das halt richtig scheiße. So, warum muss jetzt gerade nochmal was kommen, wenn ich gerade noch dabei bin, irgendwas anderes zu machen? Irgendwie, hier unten ist noch ein Schmied und ein Schneider und ach, da ist noch alles voll käuflich. Na gut, bis dahin habe ich dann auch schon wieder. Für die Damen, meine Auswahl an Schals, Bohlen und sonstigen Tüchern ist. Aber okay, wenn niemand hier oben sein darf, wieso denn du? Kelly, ganz habe ich gerade ihm die 100 wieder abgezogen. Oh, ich bin so genial. Warum mache ich das nicht häufiger? Also es ist natürlich logisch. Er hat gerade von uns 100 gekriegt und wir kriegen die dann direkt wieder zurück. Heißt, ich besteche ihn dafür kurz. Und, ja, mache ich. Okay. Heißt, in den nächsten Spielen, wenn das jetzt in den nächsten Assassin's Creed Teilen genauso gehandhabt wird, wenn ich sie besteche, dass ich das dann wieder bekomme, dann mache ich das auch weiterhin so. Wie einfach hier der Sound schon zu hören ist von der Tür. Nee, aber ansonsten mache ich das halt dann, da ich einfach wieder Taschendiebstahl begehe. Um das hier zusammen zu sammeln, die 100. Ich war jetzt auch nicht, gerade das, was ich in Kohle jetzt auch nicht fett, aber immerhin ist das etwas. Moment. Wieso renne ich denn hier ran vorbei? Nun, das ist ja ein richtiger Turner. Schöne Sache. Die können da vorne schön denken, die bewachen etwas. Und ich kann schön denken, ich komme hier erstmal wieder heil raus.
Ja, da ist es falsch gedacht. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Das kann aus- Huch. Schon wieder ein kleiner Leck. Oder ein größerer. Oder ein Total-Leck. Oh Gott. Kommt schon. Ihr habt sicher etwas Kleines. Moderne Barmherzigkeit. Okay. Was bringt einen dazu, sich so aufzuführen? Keine Ahnung. Kiste? Es gibt keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Weiß ich. Harika, wenn auch gewagt. So, das war auch der letzte Schmied, den wir jetzt geholt haben. Weil jetzt habe ich schon nichts mehr. Noch zwei Schmied. Okay. Gut, dann guck ich mal, was ich dann brauche für die Schneiderei. Da ist schon wieder einer aus dem Nichts aufgetaucht. Ich hab's euch gesagt. 2000. Also Schneider sind günstiger. Na gut. Ich würde mal sagen, ich spiele jetzt noch im Offen bisschen. Warte, dass die Bank Geld abwirft. Ja, mach das doch ruhig. Ich halte dich doch nicht auf. Ah, ich glaube, ich mache das wie gesagt. Einfach abwarten. Gucken, was die Zeit bringt. Ist das denn gefährlich? Und dann kaufe ich die Sachen noch. Also, würde ich sagen... Warte, ich kletter erstmal hoch. Ein Abschied ist nie dasselbe, wenn ich nicht hier bei Assassin's Creed immer auf dem Dach stehe. So. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sass. Und ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Kleinigkeit noch. Ich habe gedacht, ich mache das doch nochmal hier ranschneiden. Weil das habe ich so spontan jetzt im Off entdeckt und das mache ich doch mal. Okay. Jetzt mal sehen, ob wir selber kämpfen oder ob wir das... Ah, okay, wir kämpfen selber. Okay, wir haben unser Geld gerade verdoppelt, beziehungsweise schon mal verdreifacht. Das war jetzt nur ein paar Sekunden. Weichgeld ist... Okay. Also das machen wir direkt nochmal, würde ich sagen. Aber mal ein bisschen mehr. Wenn wir alles verlieren, ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja schon fast gar nichts. Okay. Ja komm, dann machen wir 9. Ach so, wir können... Okay. Komm, wir werden mal 0. Wir machen einfach nur zum Demonstrierzwecken. Und weil ich fand das ganz gut, noch mit rein. Oh,
Nicht alle Söldner. Okay. Aber das wollte ich euch nur gezeigt haben. Das habe ich hier spontan entdeckt, dass hier so das ist. Und ich kann hier auch nicht rein, ich kann aber zuschauen. Aber daher finde ich das eigentlich ganz lustig. Aber nicht von relevant. Na gut. Wie gesagt, nur ganz kurz gezeigt sei. Deswegen bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.